Hallo, guten Tag, mein Name ist Pavel Dillinger und ich arbeite für die Deutsche Telekom. Ich sitze hier in meinem Homeoffice. Heutige Zeit, klar, Corona, wir machen hier Sitzungen auf Distanz und ich sehe ein bisschen schicker aus, weil ich komme aus der letzten Runde raus mit Konzernvertretern, mit Industrievertretern. Wir haben diese Dokumente fertiggestellt, ja, elektronisch PDF unterzeichnet und wir können jetzt das Projekt Jungbrunnen starten. Wenn ihr gefragt werdet, wie alt ihr seid, dann guckt ihr in den Führerschein oder in den Personalausweis. Ihr fangt an zu rechnen und ihr kommt auf euer biografisches Alter, wirkliches Alter. Wann wurdet ihr mal gefragt, wie alt ihr euch fühlt im Konzern auf der Arbeit? Wie alt fühlst du dich bei der Telekom? Und genau das ist der Jungbrunnen. Dieses Thema bringen wir jetzt voran. Wir werden ab der nächsten Pulsbefragung nicht mehr nur nach dem biografischen Alter fragen, sondern auch nach dem biologischen. Klar ist das beeinflussbar durch Bewegung, Sport, Schlaf und so weiter. Aber wie alt man sich fühlt bei einem Arbeitgeber, hängt auch wesentlich vom Umfeld des Arbeitgebers ab. Was bietet er? Moderne Arbeitsweisen, moderne Arbeitsmethoden, eine klare Haltung zu politischen Situationen im Land beispielsweise, aber Thema Umweltschutz natürlich auch, Guiding Principles, ja, wie man sich verhält, innerhalb, außerhalb, bestimmte Kodexe, die man sich auferlegt und natürlich auch ganz klar das Thema Kultur. Also ab der nächsten Pultbefragung, nicht wundern, neben dem biografischen Alter werden wir auch das biologische Alter abfragen. Und ich sage euch eins, wir sind wieder mal die Ersten. Kein anderer DAX-Konzern hat das gemacht, hat das gewagt, dieses biologische Alter abzufragen. Aber wir finden insbesondere das Arbeitsteam rund um das Geheimprojekt Jungbrunnen, dass das eine ganz wichtige Kennzahl ist. Wenn ihr es jetzt nicht aushalten könnt und wollt jetzt schon mal sagen, wie alt ihr euch fühlt, bitte. Als Kommentar gerne, schreibt euer gefühltes Alter auf und auch, wodurch euer gefühltes Alter beeinflusst wird bei der Telekom. Ich bin echt gespannt, wir sind gespannt und sagen einfach mal, bleibt jung.